Guten Tag zur Tagesschau in 100 Sekunden. Landesbank gerettet. Die sächsische Landesregierung und die künftigen Eigentümer der angeschlagenen Sachsen-LB haben sich bei der Übernahme der milliardenschweren Risiken geeinigt. Das Land will eine Bürgschaft von 2,75 Millionen Euro übernehmen. Der neue Eigentümer, die Landesbank Baden-Württemberg, soll sich an weiteren Bürgschaften beteiligen. Klimakonferenz auf Bali fortgesetzt. Bundesumweltminister Gabriel vermisst mutige Beschlüsse. Vor allem Deutschland und andere EU-Länder dringen auf konkrete Emissionsziele in dem angestrebten neuen Klimaschutzabkommen. Die USA lehnen das ab. Heute soll Friedensnobelpreisträger Al Gore Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen. EU-Reformvertrag. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollen heute in Lissabon den Reformvertrag unterzeichnen. Darin wurden wesentliche Elemente der gescheiterten EU-Verfassung übernommen. Der Reformvertrag muss allerdings noch durch die Parlamente der Mitgliedsländer ratifiziert werden. Eklat in der Schweiz. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat gegen den Willen ihrer Partei das Amt der Justizministerin in der Schweiz angenommen. Ihre Fraktion, die Schweizerische Volkspartei, schloss sie daraufhin aus. Damit ist das...